Ja, hallöchen, meine Lieben. Willkommen zum nächsten Display-Projekt. Mal wieder ein Epic Maker Let's Play. Und zwar Ciara, oder wie man das ausspricht. Das Spiel scheint wieder so ein Level gekickstartetes Spiel zu sein. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe gerade nur entdeckt, als ich in Epic Maker das Projekt aussehen wollte, dass da ja noch ein Spiel ist, was ich übersehen habe. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich nehme noch ein bisschen drei auf. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel wird. Ich hoffe nicht sehr lange. Was war das jetzt? Das hat mir Angst gemacht. Robert Heymann präsentiert Genova Musik. Ciara. Warum spielt ihr Genova? Ciara, ein Spiel von Robert Heymann. Was man irgendwie nicht sehr gut lesen kann, aber egal. Okay, warum. Viel Spaß mit Ciara. Warum ich mir. Wo, was soll. Warum ich mir gerade hier die. Erreiche 25 Punkte. Was? So. Warum spielt sie Star Fox? Ja. Geile Scheiße. Sollen das Gegner darstellen? Der kann ich jetzt irgendwie. Ich kann nicht speichern. Toll. Oh. Ah. Das ist eindeutig Pac-Man. Oh nein. Ich werde jetzt schon prophezeien, dass ich jetzt sterbe. Mir fehlt noch ein Punkt und ich habe das erste Level geschafft. Es sind noch zwei, die mir hinterher rennen. Ist ja. Aber wie soll ich das jetzt? Was? Hä? Was hat das denn jetzt? Warte. Das war gerade irgendwie ein Bug, glaube ich. Wo bin ich denn jetzt? Reiche 40 Punkte. Ich weiß nicht, irgendwie. Das machen die Gegner auf einmal nichts. Ach so, nee. Das ist normal, weil ich ja die blauen Dinger eingesammelt habe, ne? Ich, das Problem, ich kann nicht, skippen anscheinend, weil. Und so. Und die Musik ist zu laut. Ew. Hallo. Gehst du mal weg? Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg, geh mal. Ich steuere gerade ein Picture, deswegen kann ich da nicht. Toll, und so. Okay, und du? Hier komme ich nicht noch vorbei, geil, scheiße. Ist das Level jetzt geschafft, oder was? Oder wieder? Level geschafft, reichende Punkte. 57. Das Spiel scheint mir noch ein wenig verbuggt zu sein, teilweise. Irgendwie. Erreiche 60 Punkte. Es spielt auf einmal ganz andere Musik. Warum spielt ihr immer so komische Musik? Aua. Ja, toll. Kann ich irgend. Ich kann nicht mal das Testmenü aufrufen. Was soll das? Wow, was soll das denn jetzt hier? Warum spawnen jetzt auch immer so viele Gegner? Was soll das? Was zur Hölle? Ich glaube, das wird nur ein ganz letztes Anspiel oder was auch immer. Ich werde es, glaube ich, nicht durchspielen. Ich weiß nur, solange ich jetzt, wow, was zur Hölle geht hier eigentlich los? Was zur Hölle? Irgendwie ist das Spiel irgendwie komisch. Ich weiß nicht wieso, aber das scheint mir aber nicht so lang zu sein. Deswegen.
Oh, ich kann speichern. Sehr schön. Das werde ich trotzdem noch aufnehmen. Überlebe. Okay, eine andere Variante. Hier. Oh, ja. Scheiße. Gleich mal in den. Was? Hä? Ich hab doch nicht überlebt. Ich halte dieses. Ehrlich. Ah, oh mein Schmerz. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Was soll ich jetzt reißen? Keine Ahnung. Das sind mir zu viele Gegner, verdammt. Das sind mir zu viele Gegner. Hallo. Und Game Over. Jetzt auf einmal das Spiel vorbei. Irgendwas drücken oder? 172. Ich drücke nur der 72. Ende. Fragezeichen. Ja. Ich glaube, mehr mache ich jetzt auch nicht von dem Spiel. Das hat mich irgendwie verstört. Das ist komisch. Warum spiele ich einen Kasten, der irgendwelche komischen Punkte einsammeln muss? Und warum schon der Pac-Man? Ich habe keine Lust mehr auf Pac-Man. Nach Hitter on the Run. Leute, das war's mit ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war zwar kurz, aber intensiv und ja, ich, keine Ahnung, ich bin irgendwie sprachlos, ich weiß nicht warum, aber das war's, ich höre jetzt auf, ich nehme jetzt richtige Spiele auf, nämlich Rollenspiele und keine solchen Kram. Ja, Leute, das war's, bis zum nächsten Display, auf Wiedersehen, auch wenn es nur eine Folge war, bis dann.